Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben für euch die drei besten Blu-ray-Player herausgesucht, miteinander verglichen und unsere Top 3 stellen wir euch jetzt am besten direkt mal vor. Auf Platz Nummer 3 ist der Sony BDP S6500 Blu-ray-Player. Hat ein sehr, sehr schlichtes Design, hier unten aber schön mit USB an der Vorderseite. Erinnert mich ein bisschen an die PlayStation. Und ansonsten, wie gesagt, ist sehr, sehr schlicht, aber erfüllt seinen Zweck. Und mit 101 € bewegt er sich so im Mittelfeld. Was aber hier ganz klar heraussticht, sind die positiven Bewertungen. 175 Kundenrezensionen und 4 Sterne. Deswegen haben wir ihn zu Recht auf Platz Nummer 3 gepackt. Kommen wir jetzt zum Platz Nummer 2. Da haben wir den Samsung BDJ4500R Blu-ray Player. Meiner Meinung nach gefällt er mir ein bisschen besser vom Design. Er sieht ein bisschen moderner aus, nicht so schlicht und so langweilig, sag ich mal so, wie der Sony, den ich davor vorgestellt habe. Hat auch wieder einen USB-Anschluss vorne rechts. Und ansonsten, was noch sehr auffällig ist, er kostet fast nur die Hälfte wie der Sony Player. Und er ist aktuell der Bestseller Nummer 1 bei Amazon. Hat auch 4 Sterne und auch 318 Kundenrezensionen, die allesamt sagen, der Player, der ist spitze. So, und kommen wir jetzt zu unserem Highlight, den Platz Nummer 1. Das ist der LG BP420 3D Blu-ray Player. Der sieht nochmal einen Ticken besser aus als der Samsung, obwohl ich kompletter Samsung-Fan bin und ich Samsung eigentlich immer auf Platz 1 sehe, muss ich hier aber eingestehen, dass der LG Blu-ray Player doch ein Stück weit besser ist. Stiftung Warentest hat dem Player eine 2,0 gegeben, welches ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Und wie man auch hier schön erkennen kann, er spielt wirklich sämtliche Formate ab. Also hier werdet ihr keine Probleme bekommen. Kann ich echt nur empfehlen. Das Ding ist super. Und wie ihr auch hier schön sehen könnt, wieder 4 Sterne, aber diesmal 1152 Kundenrezensionen. Und das ist einsame Spitze. Ich glaube, ich habe auf Amazon keinen anderen Player gefunden, der so extrem viele Kundenbewertungen hat, die fast alle auch noch positiv sind. Also mit diesem Blu-ray Player könnt ihr definitiv nichts verkehrt machen. Hier kann man auch nochmal sehen, die PC-Zeitschrift Chip Online hat diesem Player auch ein Testurteil sehr gut gegeben. Alle von uns direkt beide Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Interesse an den Blu-ray Playern habt, schaut einfach mal unterhalb des Videos. Dort haben wir sie nochmal alle aufgeführt. Und hier könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachschauen, welcher Player für euch am besten ist. Danke, und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Oder wenn euch das Video nicht da gefallen hat, dann würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns in dem Video reinschreiben würdet, warum euch das Video nicht gefallen hat, was wir besser machen können oder welcher Player euch vielleicht noch fehlt, welchen ihr habt, generell was für Erfahrungen habt. Schreibt es einfach unterhalb in die Kommentare und dann freuen wir uns und sehen uns beim nächsten Video.